Leute und willkommen zur kleinen Folge von Monster Builders mit der Nele. Bin ich da? Jetzt, oh, die haben ein neues Ding an sich. Ich habe so lange kein Master Builders mehr gespielt. Wieso bin das ich so langsam? Das ist neu. Echt? Ja. Richtig langsam. Candy. Hm. Da hinten ist jetzt an der Stelle die Tür. Ich habe schon wieder eine scheiße Idee, die scheiße ist. Ich habe auch keine gute Idee. Mist. Und zwar, Leute, wie ihr sicher im Titel gesehen habt, geht es heute mal wieder um ein Thema. Und zwar heute reden wir, warte, ich müsste das mal abzählen, ach egal, scheiß drauf. Reden wir mal über den, ich kann den Namen nicht aussprechen, Eurovision Song Contest, so spricht es jetzt einfach aus. Und vielleicht haben viele von euch das geguckt. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, wartet mal ganz kurz, Leute. Hier an der Seite jetzt. 1, 2, mal wieder 3, zu 4, genau, ne? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, das passt schon. Und viele von euch haben das vielleicht gesehen und haben auch gesehen, dass wir auf dem letzten Platz gelandet sind. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, ja, woran könnte das liegen? Wenn ihr es noch nicht gegoogelt habt oder es einfach nicht wisst, dann kann ich euch das ganz schnell sagen. Es liegt einfach an der Politik. Jetzt fragt ihr euch, was hat Politik mit Musik zu tun? Und das fragt sich, glaube ich, einfach jeder. Vielleicht wissen es manche von euch, beim letzten Mal sind wir auch schon Letzter geworden. Und ja, das liegt einfach mal daran, dass wir eine bestimmte Politikerin haben, oder beziehungsweise unsere Bundeskanzlerin haben. Und die kommt in der Welt jetzt nicht so gut an, momentan, mit ihrer Politik. Und macht sich nicht so beliebt. Und, Alter, das ist so scheiße geworden, was ich hier gebaut habe, ey. Ich geh mich vergraben. Ja, meins ist noch besser. Und die kommt halt momentan in der Welt nicht so gut an. Und ich baue irgendwie immer das Gleiche bei so einem Thema. Ist echt traurig. Ja, ich auch. Herzlichen Glückwunsch. Das hier habe ich nämlich schon mal gebaut. So. 4 in D. Nur, dass ich alles eins nach oben stacken sollte. Ich muss mal ganz kurz, so, hier. Und jetzt ist es einfach so, wir sind Letzter geworden, weil halt unsere Angela Merkel nicht so gut in der Welt ankommt und ja, halt nicht so gefeiert wird von anderen Ländern. Von Georgien haben wir eins bekommen, ich glaube, Georgien kommen auch ein paar Flüchtlinge her und deswegen haben die uns so einen Gnadenpunkt gegeben. Und es ist halt wirklich so, die Jury tut unfair bewerten. Da kann man sagen, was man möchte. In Deutschland haben wir jetzt echt diese Leute gehabt, die halt fair bewerten, aber in anderen Ländern ist es halt nicht so. Da bewerten die Leute einfach so random und sagen wir, ach komm, die können wir leiden, denen geben wir mal so und so viele. Ach komm, die können wir nicht leiden, denen geben wir mal so und so viele. Und deswegen hat die Ukraine auch gewonnen. Die haben einen Song gemacht über, glaube ich, Krieg, Verheilung oder irgendwas. Irgend so eine Art Friedenssong. Und deswegen haben die damit überhaupt erst so weit gekommen, weil wenn man jetzt mal wirklich das Lied sich anhört, das ist echt scheiße. Und es hat wirklich nicht viel mit Musik zu tun, was die Tante da gesungen hat. Und ja, das sieht gar nicht so aus. Ich weiß nicht, was ich hier mache, aber es sieht scheiße aus. Du auch? Ja, ich hasse Master Builders. Scheiße. Ich habe es nur gemacht, damit ich in Ruhe reden kann. Aber jetzt bin ich doch ein bisschen im Stress. Und deswegen kam es überhaupt erst dazu, dass diese Sängerin überhaupt erst gewinnen konnte. Ja, was mache ich denn hier wieder für eine Kacke? Scheiße, ich muss hier so machen, wieder. Ja, hier. Was haben wir verloren? Ja, hat nicht. Candy sind doch auch Törtchen, oder? Das hat doch auch was mit Candy zu tun. Also kann mir jetzt keiner erzählen. Dass das... Leute, lassen wir bei einer Minute, dann müssen wir das fertig haben. Wir müssen das gleich fertig haben, hier den Kuchen. Ja. Oh, scheiße, jetzt scheiße. Bin ich am Arsch. Ja, ich auch. So. Also ist eben nichts angefangen und jetzt stecke ich in der Mülltonne fest. So. Und, das ist der Grund, wie ich schon gesagt habe. Und, das Zuschauervoting, das war wahrscheinlich, wie es eigentlich beim ESC öfters auch ist, gefaked. Das kann man einfach, man kann da halt nichts dran ändern. Es ist einfach so, die Leute da können machen, was sie wollen. Und wenn die sich denken, komm, hier,
sagen wir mal, Donald Trump wäre jetzt wirklich schon, was echt traurig wäre, hier Politiker bzw. Präsident von Amerika, dann wird da auch niemand was wählen und wenn das in Amerika stattfinden wird, könnten die sich die selbst die Stimmen geben. Das ist halt, ja, das ist halt das Ding, warum überhaupt Ukraine bzw. ja, warum die überhaupt gewinnen konnten, weil die irgendwie so einen guten Draht zueinander hatten. Ja, ist halt traurig. Okay, das, was ich hier gebaut habe, ist auch traurig. Naja. Ja, ich kann nichts mehr. Ja, ich habe auch was Scheiße gebaut. Oh Gott, war das kacke. Nein, merkt man schon wieder, dass ich, Pixel Art, gib mal Eyes of Pleading. Tut mir leid. Weil, was soll das sein? Pokémon Ei. Ist hier das Ding. Pokémon Ei mit, Stamm, ja. Lisa Cherry, die kann ja gar nichts, ey. Ja, und deswegen ist unsere Meinung, das ist zu wenig. Deswegen ist unsere Meinung halt, zumindest meine Meinung ist, dass Deutschland zumindest im Mittelfeld und sogar meiner Meinung nach im vorderen Mittelfeld landen sollte. Aber natürlich kann man ja mal falsch abstimmen, ist halt so. Da kann man jetzt nichts dran ändern. Oh, das ist aber doch ganz hübsch. Gebe ich nochmal. Ja, da merkt. Da würde ich doch ein Wow, Everything is Awesome geben. Man merkt, dass deins ist, aber okay. Das sieht doch schon mal, oh, die geben hier ganz schön gute Bewertungen eigentlich ab. Oh, es ist nicht explodiert. Alter, das sieht aber auch krass aus. Das passt so wie meins. Das passt. Ich gebe ihm gut. Ich finde das ganz gut. Obwohl, ich gebe ihm, it's okay. Ich gebe ihm gut. Und ein Report, nicht? Und ein Report. Ja, das war Kenntnis. Alles klar. Das war doch, das war ganz gut. Ja, das ist ein bisschen wenig. Das ist auch mal wieder. Ist das deins? Das ist eckig. Nein, das nicht mal. It's okay, weil es ist ein bisschen, bisschen weniger, aber gut. Bisschen weniger, aber gut. Gib den Tipp, es passt zu meinem Profilbild. Und sie hat sich auch auf Facebook, glaube ich, dazu geäußert. Ja, sie wäre jetzt nicht traurig und sie weiß, dass es nicht an ihr liegen würde. Sie hat jetzt nicht. Ist das deins? Ja, gut. Ja, ich habe ein Wow, Everything ist rausgegeben. Der gibt einfach. Da geht mein Eis ab, die Ding da hinten ist jetzt die Tür. So, und okay. Ja, dank meinem Wo Everything is Awesome, ne? Und deswegen können wir aber auch nur sagen, was die Leute im Internet auch gesagt haben. Das ist echt viel zu wenig. Nee, Riesenlollipop, nee, das bringt nichts. Deswegen können wir echt nur das Gleiche sagen. Es lag nicht an ihr, es lag wirklich daran, dass es unfair bewertet wurde und nach Politik bewertet wurde, was eigentlich echt nicht sein dürfte. Man bräuchte eine unparteiische Jury aus dem Land, wo, keine Ahnung, was weiß ich, Ägypten oder so, wo halt nichts, wo halt niemand mitmacht und die halt ziemlich unparteiisch sind. Parteiisch in Anführungszeichen. Ja. Aber man kann jetzt nichts dran ändern. Wir sind Letzter geworden. Wir haben immerhin 11 Punkte bekommen und. Das Schlimme, das Wichtigste ist ja eigentlich, das sieht sogar ganz, das gibt ein Gut. Das Wichtigste ist ja halt wirklich, dass sie selbst sich nicht die Schuld für das Ganze gibt. Weil das wäre halt echt das Schlimmste meiner Meinung nach gewesen. Weil die sollte auch wissen, dass es halt wirklich nur an Politik liegt. Naja, das war dann eigentlich zum Thema und auch von der Runde. Und jetzt Zweiter! Nice! Dritter! Yay. Scheiße, hier, das hätte ich am besten mit so einem It's Okay bewerten müssen, dann wäre ich Erster geworden. Scheiße. Hab ich gemacht. Alles klar. Ja, Leute, wenn euch dieses kurze, wie lang ging das Video jetzt? 8 Minuten. Ja, da könnten okay. Wir eigentlich noch was zu, oder? Ja, ich hänge das dran, dann mache ich das alles eigentlich, obwohl, nee. Ich weiß es nicht, ich mache jetzt eh noch ein Video, deswegen, nein, Leute, wir machen nämlich, gleich kommt, oder morgen, oder, nein, eigentlich kommt heute Abend nämlich noch ein Video, das könnt ihr euch auch reinziehen, das wird ein bisschen später kommen als hier das, 2 Videos an einem Tag, das hat was bestimmt, das geht um mein Kanalkonzept, also guckt da auf jeden Fall mal vorbei, bei mir, heute Abend, hehe, hallo, ich würde sagen, wir sehen uns heute Abend wieder, also, bis zum nächsten Mal, und Nele, sag auch noch was. Hallo. Okay, tschüss.